Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten MGT-Podcast, zur nächsten Ausgabe. Heute, nachdem der letzte Podcast ja unglaublich gut bei euch angekommen ist, mal wieder ein bisschen anderes Thema. Es geht nicht um Verschwörungstheorien. Ich kann euch aber sagen, weil ihr euch so gewünscht habt, es wird auf jeden Fall nochmal ein Podcast dazu kommen. Nicht in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen, aber ich denke mal so im Mai irgendwann sollten wir das schon nochmal hinkriegen. Ich werde mich nochmal ein bisschen genauer mit einigen Verschwörungstheorien auseinandersetzen und dann werden wir das machen. Heute geht es aber erstmal, wie ihr bereits im Titel lesen könnt, um Filme. Ich habe bereits in einem Podcast über Bücher gelesen, ist auch in Ordnung, oder wäre auch in Ordnung gewesen, hätte ja zum Thema gepasst, aber geredet, und wenn ihr das Ganze nicht gesehen habt, dann schaut es auf jeden Fall mal an, das Ganze findet ihr in der MGT-Podcast-Playlist, und ich denke mal, das ist relativ entspannt, beziehungsweise auch relativ spannend teilweise, mal so ein bisschen zu hören, was andere denken, die lesen und was sie so lesen. Ich denke, da kann der ein oder andere, der gerne liest, auf jeden Fall noch was mitnehmen oder auch seine eigene Meinung mal in die Kommentare hämmern. Aber heute geht es um Filme, und Film ist ein Thema, das ziemlich, ich sag mal, populär ist, aufgrund dessen, dass so viele Menschen Filme lieben. Ja, ich sag mal, 90% von den Leuten hier sind schon mal im Kino gewesen, die dieses Video jetzt gucken. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch, sagen wir mal, 70% Netflix oder Zugang zu einem Netflix-Account haben. Oder Amazon Prime oder irgendwas in der Richtung, Maxdome, wie auch immer. Liegt ganz einfach daran, dass das so ziemlich das beste Unterhaltungsmedium ist. Einfach aufgrund dessen, man muss sich nicht anstrengen, man muss selber quasi nichts machen, außer die visuellen Reize und kognitiven bzw. audiellen Reize irgendwie, oder auditiv, nicht audiell, auditiven Reize wahrnehmen, ja. Teilweise gibt es auch Filme, Stummfilme beispielsweise, bei denen braucht man nicht mal die Ohren, man muss halt nur gucken. Und das ist eigentlich ganz nice, weil es ist halt sehr entspannt, man muss nicht wirklich viel tun, man kann dabei essen, man kann dabei machen, was man möchte. Und von daher ist das so ein sehr, sehr beliebtes Unterhaltungsmedium und im Endeffekt ja auch ein Grund, warum YouTube-Videos so gut ankommen. Denn, auch wenn es relativ kurze Filmchen sind, es basiert ja alles irgendwie auf Filmen. Sowohl Serien als auch YouTube-Videos als auch alle anderen Videos basieren in gewisser Weise auf Filmen. Andererseits könnte man auch sagen, Filme basieren auf den ersten Videos, die jemals gedreht wurden von irgendwelchen Sachen, aber das geht ein bisschen zu weit nach hinten in der Geschichte und dementsprechend reden wir jetzt darüber, welche Filme ich denn so feiere, beziehungsweise welches Genre von Filmen, und das ist relativ schwierig zu benennen bei mir. Es wird auch um Serien gehen. Allerdings werde ich dazu ein bisschen später kommen, weil Serien ja eine ganz bestimmte Art und Weise sind von Filmen sozusagen, und zwar so gesehen Kurzfilme, die in einem direkten Zusammenhang stehen und nacheinander in so und so vielen Folgen und Staffeln rauskommen. Ich glaube auch, dass Filme grundsätzlich eher interessant sind, weil bei Serien, da gibt es halt allgemein so viele YouTuber, die darüber reden, welche nice sind, beispielsweise Montana Black mit Sons of Anarchy oder Breaking Bad, andere mit Better Call Saul, dann wieder welche. Es gibt alle möglichen Serien, die beliebt sind, Prison Break, The Walking Dead und so weiter und so fort. Aber Filme, da bin ich, glaube ich, ein bisschen special, weil ich habe früher unglaublich viele Filme geguckt. Mittlerweile bin ich eher auf Serien, allerdings gucke ich auch immer noch sehr viele Filme. Und ich habe so ein gewisses Problem, und zwar gucke ich Filme, die mich, also ich gucke fast nur Filme, die mich extrem ansprechen von der Beschreibung her, oder ich gucke Filme, die ich bereits kenne. Ich kenne aber auch ziemlich viele Filme, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und ich möchte direkt mit einem Film anfangen, den ich mittlerweile schon extrem oft gesehen habe und immer noch extrem gut finde, und das ist direkt mein Lieblingsfilm-Genre. Zwar ist mein Lieblingsfilm nicht aus diesem Genre, aber es ist trotzdem das Genre, in dem mein Lieblingsfilm sich, oder meine meisten Lieblingsfilme sich befinden. Also wenn ich einen Top 10 aufliste, glaube ich, sind da relativ viele von drin, und zwar das Horror-Genre, ja. Ich liebe Gruselfilme. Grusel ist so ein bisschen, naja, ich bin ziemlich abgehärtet, was das Ganze angeht. Ich erschrecke mich eigentlich kaum bei Szenen, beziehungsweise bin da relativ hart gesotten. Ist auch nicht so, dass ich jemals Schlafprobleme wegen sowas gehabt hätte. Das habe ich tatsächlich eher bei Büchern gehabt. Also zumindest, wenn ich mich so zurückerinnere, dann hatte ich mal ein Problem, nach einem Buch einzuschlafen, aber nicht nach einem Film wirklich. Und Gruseln ist auch eher so nicht das, was ich gerne, beziehungsweise ist es relativ schwer, mich wirklich in so einen Status reinzuversetzen, weil ich halt immer im Hinterkopf habe, es ist nur ein Film. Selbst bei Filmen beispielsweise wie The Grudge, ein asiatischer Film, der im Endeffekt mit einem Fluch zusammenhängt, The Grudge heißt ja der Fluch auf Englisch, selbst da kann man mich da relativ schwer reinbringen. Allerdings sind Psycho-Horrorfilme so das, was mich am ehesten zum Gruseln bringt. Es gibt natürlich auch Gespensterfilme und sowas, klar, aber das ist nicht wirklich für mich, also das ist nicht wirklich ein Teil von dem, was mich wirklich schockt. Solche Filme wie S beispielsweise von Stephen King, das ist nochmal eine ganz andere Liga, aber auch die sind, finde ich, nicht sonderlich gruselig. Die sind eher,
die regen zum Nachdenken an, sagen wir es mal so, weil wie kommt man auf solche kranken Ideen wie bei S? Aber egal, der erste Film, über den ich reden möchte, heißt Coldplay. Warum möchte ich über den reden? Er ist relativ unbekannt. Ich denke mal, dass vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil von euch überhaupt von diesem Film jemals gehört hat. Es ist ein norwegischer Horrorfilm. Das alleine ist schon mal so ein kleines Anzeichen, warum der nicht so bekannt sein kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen und habe den dann noch relativ oft geguckt. Und es gibt von dem Film, soweit ich mich erinnere, 3 Teile. Und die sind allesamt sehr gut. Der erste ist der beste, der zweite ist auch sehr gut und der dritte ist die Vorgeschichte. Ist aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und es gibt 2018, wenn ich das hier richtig sehe, wohl sogar einen vierten Teil von diesem Film, was ich ziemlich geil fände. Weil, ja, allerdings, ich sehe es hier gerade, das ist lustig, der Wrestlingverband WWE macht US-Remake der norwegischen Horrorreihe. Das ist irgendwie nice, dass ausgerechnet die WWE sich, ich habe das nicht gewusst, dass die WWE sich mit diesem Film beschäftigt, aber okay. Ja, ich zumindest kenne nur 3 Teile und im ersten Teil ist es so, ich werde jetzt nicht unbedingt spoilern, ich werde nur sagen, was das grobe Setting ist. Eine Gruppe von Skifahrern, beziehungsweise Snowboardern besser gesagt, fährt in die Berge, das sind ein Pärchen und ein, ja auch Pärchen könnte man sagen. Ein frisch verliebtes Pärchen, ein Pärchen, die schon länger zusammen sind. Und einer von denen hat ein, und da gibt's noch einen fünften im Bund, das hab ich vergessen, der ist Forever Alone. Der wird auch genauso dargestellt. Und dieser Mr. Forever Alone hat einen schweren Unfall, einen schweren Snowboard-Unfall. Und die sind in den Bergen und müssen sich dann dementsprechend irgendeinen Zufluchtsort suchen. Weil norwegische Landschaften, ja, relativ wild, relativ wenige Einwohner und relativ viel Schnee und Wildnis. Und da haben sie sich im Endeffekt dazu bewegt, in einem Hotel zu nächtigen. Und in diesem Hotel treffen sie oder stoßen sie jedoch auf etwas, was sehr beunruhigend ist. Und es beginnt eine kleine Verfolgungsjagd, könnte man das nennen. Die ganze wird auf ganz unrealistische Weise im zweiten Teil fortgesetzt. Die allerdings, also sie ist nicht unrealistisch, es funktioniert, aber sie ist auf jeden Fall erstmal Mindfuck. Und im dritten Teil, wie gesagt, wird die Vorgeschichte erzählt. Ich werde jetzt mal kurz ein bisschen spoilern. Ja, also wer es jetzt nicht sehen möchte, der sollte jetzt erstmal vielleicht weiter nach vorne skippen oder sowas, aber es ist sowieso nicht so dramatisch, was ich hier sagen werde. Es geht um einen Mann, um ein sozusagen menschliches Monster, um einen Braun Strowman, passt ja ganz gut wegen WWE, vielleicht spielt Braun Strowman den ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lebt der in diesem Hotel und schon seit sehr langer Zeit und hat immer wieder Leute getötet, die in dieses Hotel gekommen sind und in eine Gletscherspalte befrachtet. Verfrachtet oder befördert. Eins von beiden muss ich mich für entscheiden, wohl oder übel. So, und diesen Typen, der mit einer Spitzhacke ganz gerne tötet, den treffen sie. So, und im Endeffekt, da kommt jetzt der Spoiler, also aufpassen, 10 Sekunden vorspulen, tötet die eine ihn und wirft ihn in die Gletscherspalte. So, wir springen weiter zu Teil 2. Dieser Typ, der eigentlich, ja, nicht unbedingt gute Überlebenschancen hat und in dieser Gletscherspalte war, wird obduziert. Im Krankenhaus und er wacht wieder zum Leben, weil seine Zellen durch das Leben in der Kälte ja so gestärkt sind und so gestärkt waren, dass er längere Zeit ohne Puls leben konnte, so quasi Winterschlaf. So, und dann geht die ganze Sauerei weiter in diesem Krankenhaus. Dritter Teil, wie gesagt, da geht es dann darum, wie das Ganze entstanden ist. Also wie dieser Mensch zu dem Menschen geworden ist, der im Endeffekt war. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr. Ja, ich sag mal so, danach kann man schon so ein bisschen Verfolgungswahn haben, gerade wenn man nicht so hart gesotten ist und ein bisschen weicher. Und auf jeden Fall eine Reihe, die ich jedem Horrorfan ans Herzen legen kann. Allerdings nicht sonderlich tiefgründig. Ja? Und auch nicht eigentlich die Art von Filmen, die ich extrem feiere oder wo ich wirklich sage, boah, die sind richtig, richtig gut. Da gibt's andere und auch gerade andere Horrorfilmreihen und da möchte ich insbesondere über Conjuring reden. Conjuring ist eine Reihe, genauso wie Insidious, die finde ich sehr gut. Insidious, ja, es geht im Endeffekt ja um einen Dämon, der sozusagen sich in andere Körper verfrachtet. Bei Conjuring auch mehr oder weniger, aber dieser Dämon befindet sich da ja eher in den Häusern drin. Und ja, Conjuring ist wirklich gruselig und gerade beim dritten Teil, meine ich, haben sie es geschafft. Ich weiß nicht, ob es momentan den vierten oder dritten gibt. Ich glaube, beim dritten Teil haben sie es extrem geschafft, dass wirklich jede Sekunde in dem Film Anspannung hervorgerufen hat in dir. Also du warst zu keiner Szene im Film entspannt, weil die ganze Zeit was passiert ist. Die ganze Zeit war es nicht gruselig, aber auf jeden Fall aufregend. Und das in einem Film hinzubekommen, ist wirklich sehr, sehr gut. Andere Filme schaffen das seltener, muss ich da sagen. Aber
Horrorfilme sind halt allgemein sehr individuell, weil viele Menschen lassen sich halt von einigen Sachen schocken, viele Menschen lassen sich aber auch nur von ganz, ganz kranken Sachen schocken. So beispielsweise Human Centipede. Wer nicht weiß, worum es da geht, der, ja, also der Name sagt es schon, stellt euch aneinander genähte Menschen vor, das ist so im, ja, noch liebevoll erklärt. Oder auch Resurgent-Film. Das würde ich keinem von euch empfehlen zu gucken. Das ist nämlich wirklich widerlich und wirklich, naja, hat nichts mit Paranormalem zu tun, sondern ist einfach nur krank. Paranormales ist ja eher bei Conjuring der Fall. Allerdings auch in anderen Filmen, wie beispielsweise bei, ja, Paranormal Activity. Der Name sagt es schon. Das sind auch Dämonenfilme, die mit der Zeit immer schlechter werden und die auch nicht sonderlich gut sind, aber die nicht so gruselig sind. Also ich denke mal, die sind ganz cool zum Gucken, die sind ganz entspannt zu gucken, gerade wenn man einen Filmmarathon machen möchte. Also paranormale Filme kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, darum geht es hier in diesem Video, beziehungsweise in diesem Podcast, welche Filme ich empfehlen kann. Paranormale Gruselfilme kann ich auf jeden Fall die Insidious-Reihe und die Conjuring-Reihe empfehlen. Dazu Paranormal Activity, The Grudge, The Ring und es gibt noch ein paar andere, die, ja, Ouija beispielsweise, ja, oder Der Exorzismus der Emily Rose. Logischerweise auch Annabelle oder die Annabelle-Reihe, die ja in gewisser Weise auch in Conjuring, mit Conjuring was zu tun hat. War es Conjuring oder war es Insidious? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Das sind auf jeden Fall Filme mit paranormalen, übernatürlichen Sachen, die ich empfehlen kann, was Horrorfilme angeht. Splatter ist dann der Teil, wo es blutig wird. Und da kann ich euch beispielsweise Cold Prey empfehlen, einen Film, den auch nicht viele kennen. Solche Filme wie beispielsweise Final Destination sind halt nur auf Splatter aus. Da geht's ja, das ist ja nicht wirklich Horror, das geht ja nur darum, dass Menschen sterben. Allerdings kann das auch ganz unterhaltsam sein, das ist aber eher Action-Horror-Film. Wenn es noch so ein bisschen auf Psycho gehen soll, dann kann ich auf jeden Fall Saw empfehlen. Weil Saw halt so ein bisschen noch, der regt einen auch zum Nachdenken an, was hätte man selber in den Situationen getan, wie wäre man damit klargekommen, finde ich sehr, sehr nice, finde ich sehr interessant auch, allerdings auch da natürlich wieder sehr viel Splatter, also sehr viel Blut, das fließt, gerade für Menschen, die kein Blut sehen können, meh, vielleicht nicht das Optimalste für euch, sich diese Filme anzugucken, aber definitiv gute Filme, da kann man nichts gegen sagen. Wir werden natürlich jetzt, ich werde nicht alle Filme auflisten können, aber wir gehen zu einem anderen Genre über, und zwar einem Genre, das ich auch sehr, sehr mag, und zwar Science Fiction. Bei Science Fiction gibt es einige Filme, die definitiv sehenswert sind und die jeder gesehen haben muss, in meinen Augen, und einer ist Interstellar. Interstellar befasst sich mit einem Film, Interstellar ist ein Film, der im Endeffekt mit dem, in der Zukunft spielt auf jeden Fall, und so ein bisschen mit dem Ende der Welt zusammenhängt. Denn es muss eine neue Welt gefunden werden, ja, auf der die Menschen leben können. Und der Film ist sehr, sehr lang, aber ich sag mal so, Christopher Nolan hat Regie geführt bei diesem Film und das zeigt eigentlich schon alles. Ja. In diesem Film geht es auch sehr viel um Familie und sowas. Aber ich würde mal behaupten, nicht in einem zu großen Ausmaß. Es geht auch um Gravität. Um Gravität geht es auch im Film Gravity. Das ist auch so ein, ja, Science-Fiction-Film, den ich empfehlen kann. Aber das ist eher so Weltraum. Bei Weltraum gibt es allgemein beispielsweise auch noch, wenn man auf irgendwas eingehen möchte, wie Kometeneinschläge, da gibt es den ganz klassischen Film, von dem mir gerade der Name nicht einfällt tatsächlich, Armageddon, doch, er fällt mir ein, Armageddon ist ein sehr guter Film, Bruce Willis spielt da die Hauptrolle und der Film ist halt alt, aber man merkt nicht unbedingt, dass der alt ist, hat auch andere sehr gute Schauspieler drin, beispielsweise Liv Taylor oder Ben Affleck, und von daher, da kann man wirklich sagen, ja, kann man sich angucken. Independence Day ist dann eher wieder auf Aliens bezogen, aber was Aliens angeht, gibt es noch andere gute Filme. Weltuntergang wäre auch Deep Impact beispielsweise, der Film ist auch sehr, sehr gut. The Core, der innere Kern, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, habe ich auch schon tausendmal gesehen gefühlt. Sehr, sehr gut, da geht es darum, dass der Erdkern aufhört, sich zu drehen. Aber einen Film, den ich noch ganz besonders hervorheben möchte, auch mit Weltuntergang und in gewisser Weise hat er mit Aliens zu tun, ist Knowing. Die Zukunft endet jetzt. Dieser Film ist in der Hauptrolle mit einem, der alles spielen kann, und zwar Nicolas Cage. Man kennt ihn eventuell beispielsweise aus Ghost Rider. Und der spielt in diesem Film einen Vater und dessen Sohn hat gewisse Fähigkeiten. Knowing sagt schon so ein bisschen was. Und es passieren Katastrophen und dieser Film ist wirklich,
da könnte man auch so ein bisschen, also den finde ich geil, weil der auch so ein bisschen mit Verschwörungstheorie zu tun hat. Weil wenn man den sieht, denkt man erstmal, nein, das könnte in Realität auf keinen Fall der Fall sein. Aber es gibt Theorien, die sowas belegen. Ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen guckt euch den Film selber an. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Ja. Das ist auch wirklich so ein bisschen Psycho. Der Name sagt ja schon, Knowing, es geht halt um irgendwas Wissen. Ja, um irgendwie die Psyche des Menschen beeinflussen, beziehungsweise dass den Menschen zum Denken anregen. Und da gibt es halt auch noch andere Filme. Und da möchte ich insbesondere auf einen eingehen, den ich zuletzt also mit meiner Freundin geguckt habe, und zwar Shutter Island. Shutter Island ist ein, also nur Thriller, aber Psycho-Thriller, weil der Film, der ist wirklich, man muss, also es geht im Endeffekt um Leonardo DiCaprio, der geht auf eine Insel, da ist eine Insassin ausgebrochen, auf dieser Gefängnisinsel, und die will er wiederfinden. Aber ja, ich kann halt nicht zu viel spoilern, aber es ist sowas wie Matrix, sowas wie Inception. Man muss sehr viel nachdenken, was Realität ist, wie was verknüpft ist, wie was passt. Das ist schon wirklich extrem interessant. Das ist so ein Film, wo man sagen kann, ja. Wo jeder eine andere Sichtweise drauf hat. Also ich sag mal, bei Inception ist es relativ schwierig, aber beispielsweise bei Shutter Island, da kann man am Ende mehrere Wege denken, wie es denn wirklich ausgegangen ist oder wie denn die Situation wirklich ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ein anderer Film, bei dem das ja so ähnlich ist, ist ein Film, den ich letztens erst geguckt habe, den ich auch allen nur empfehlen kann. Der ist auf Netflix, ist ein Netflix-Original aus Großbritannien. Spielt auch wieder in Norwegen, in der Wildnis. Da schließen wir so ein bisschen jetzt den Kreis. Und das ist The Ritual. The Ritual ist ein Film, der im Endeffekt darum geht, dass ein Mann, eine Gruppe von Männern, plant eine Reise, also ein Männertrip. Und im Endeffekt stirbt einer von denen. Seinen Plan setzen sie dann um. Und befinden sich in der Wildnis Norwegens und einer hat große Schmerzen, verletzt sich und sie müssen irgendwie zurückkommen zum Basecamp und nehmen in ihren Augen eine Abkürzung durch den Wald, was keine sehr gute Idee ist, weil da sehr schlimme Sachen in diesem Wald passieren. Aber die große Frage, die man sich stellen muss, ist, ob denn alles, was der Protagonist, der sich im Endeffekt als Protagonist rausstellt, sieht, wirklich wahr ist. Passt das alles so zusammen oder hat er sich irgendwelche Sachen eingebildet, weil es ist halt ein bisschen Science-Fiction dabei, beziehungsweise so ein bisschen Paranormales, Übernatürliches und Unrealistisches. Und der Film, ja, regt auch sehr zum Denken an, in mehreren Situationen. Was hätte ich getan? Und ist das wirklich passiert? Hat er sich das eingebildet? Hat er einfach nur, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen, diesen Film. Das sind so die Genres, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja, also, wie gesagt, Horror ist mein Lieblingsgenre, würde ich fast schon sagen. Thriller und Science-Fiction kommen danach. Es gibt aber, und da kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsfilm, ein letztes Genre, was ich auch sehr, sehr gerne, also es gibt auch andere Filme, so beispielsweise Ziemlich beste Freunde ist ein sehr, sehr schöner Film. Ich finde auch beispielsweise 2012, das ist halt reines Science-Fiction, also Weltuntergangsfilm Deluxe, finde ich auch sehr, sehr gut. Es gibt Liebesfilme, die ganz gut sind. Es gibt Komödien natürlich, es gibt unzählige Komödien, aber ich gucke selten Komödien, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil sie mir zu langweilig sind, beziehungsweise weil ich halt irgendwie Spannung brauche. Ich kann mir ganz noch nicht erklären, warum, aber beispielsweise sowas wie Hangover, sowas wie Kindsköpfe. Kindsköpfe sind, das sind geniale Filme. Allgemein, fast alle Filme, die irgendwas mit Adam Sandler zu tun haben. Aber Adam Sandlers Humor muss man mögen, ja. Das ist so ein bisschen schwierig. Wenn man Adam Sandlers Humor nicht mag, dann mag man seine Filme auch nicht. Aber die Wutprobe ist ein geiler Film. Das sind alles extrem lustige Filme, ja. Aber die finde ich, wie gesagt, auch gut. Aber da kann ich nicht so wirklich sagen, yo, das ist genau das, was ich unglaublich geil finde. Das kann ich einfach nicht. Das weiß ich nicht. Ich gucke sie gerne, ich gucke sie vor allem mit Freunden auch gerne, aber ich kann nicht, wenn ich mir jetzt sage, ich mache mir jetzt einen Film an, dann kommt Komödie ganz weit hinten, wirklich ganz weit hinten. Vorher kommen beispielsweise Actionfilme und gerade eine bestimmte Kategorie von Actionfilmen, auf die ich auch ganz besonders eingehen möchte und eingehen werde, und zwar jetzt, weil mein Lieblingsfilm aus diesem Genre stammt. Vorher aber noch ganz kurz, muss ich nur ganz kurz dazu sagen, Dokumentationen sind für mich
Auch eine sehr interessante Geschichte. Das passt auch wieder zu Avicii. Ich habe Avicis Doku noch nicht gesehen. Aber es gibt auch Dokumentationen, die echt interessant sein können, die richtig catchen. Weil da weiß man, es ist nicht fiktiv. Also Dokumentationen handeln ja in 99% der Fälle immer von was Realem. Und da gibt es halt auch sehr spannende Sachen und sehr spannende Konzepte, die man sich definitiv angucken kann und die auch definitiv Spaß machen, sich anzugucken. Das kann man, denke ich mal, definitiv so sagen. Aber kommen wir zu meinem Lieblingsfilm, beziehungsweise zum Genre meines Lieblingsfilms. Und zwar ist das, ich nenne es liebevoll das Badass-Motherfucker-Genre. Es gibt viele Filme, die in dieses Genre reinpassen oder in diese Kategorie reinpassen. Und ich gebe euch ein paar Beispiele. Ja, John Wick ist ein Beispiel. Jack Reacher ist ein anderes Beispiel. Liam Neeson-Filme meistens auch. Ja, beispielsweise, oh Gott, wie heißt der denn? Flight, glaube ich, da spielt der einen Air Marshal. Der passt auch ganz gut. Also das ist auch so ein Film, wo man sagen kann, ja, 96 Hours natürlich. Ja, Nonstop heißt er übrigens, nicht Flight. Das ist ein anderer Film. Und zwar mit, oh Gott, wie heißt er? Denzel Washington. Denzel Washington auch ein super Charakter, der genauso wie Tom Cruise, genauso wie Keanu Reeves, die sind halt genau diese Schauspieler, denen man das auch abkauft. Ja, und Denzel Washington hat beispielsweise Flight, den Film, der hat Mann unter Feuer, ein sehr, sehr guter Film, Inside Man, The Book of Eli, der spielt solche Rollen extrem gut und extrem gerne, glaube ich, und macht das dementsprechend auch extrem gut. Der Lieblingsfilm von mir bekommt tatsächlich diesen Sommer, es ist so geil, dass der einen zweiten Teil bekommt, und zwar ist das The Equalizer. The Equalizer ist ein Film, wo es im Endeffekt, wie gesagt, um einen Badass Motherfucker geht, Militärvergangenheit, und irgendeine Sache lässt ihn wieder in seine Vergangenheit zurück und führt dazu, dass er so ziemlich alles zerstört, was sich ihm im Weg stellt. Extrem geile Filme, weil jeder Kerl möchte ein, also das ist halt menschlich bedingt, menschliche Psyche, jeder Mann wäre doch gerne der Alpha-Mann, ja, das Alpha-Männchen, der Alpha, nicht das Alpha-Raubtier zwingt, aber der Alpha-Mann, der stärkste Mann, der beste Mann, der Unbesiegbare, der halt einfach gefährlichste oder gefürchtetste, nicht gefürchtetste, aber der, einfach der, ich denke mal, es ist klar, das Alpha-Männchen. Und das sind halt so richtige Alpha-Männer-Filme, definitiv, da kann man nichts gegen sagen. The Rock hat auch ein paar Filme in der Richtung, John Cena hat einen Film mit The Marine beispielsweise, 12 Runden ist in gewisser Weise auch so, aber Dwayne Johnson beispielsweise, da gibt es, oh Gott, wie heißt er denn, San Andreas, der so ein bisschen daran geht, Baywatch, naja, Hercules, natürlich, sagt der Name schon, Central Intelligence ist auch so ein Film, der dazu recht gut passt, Pain and Gain, noch mit Mark Wahlberg zusammen, ist ein bisschen was anderes, vor allem, weil er auf einer wahren Begebenheit beruht, aber passt trotzdem ganz gut. Solche Filme, das sind meine Lieblingsfilme, das ist wirklich das Genre, beziehungsweise die Richtung und die Kategorie von Filmen, die ich am liebsten mag. Der letzte Teil oder die letzte Film, das letzte Filmgenre, was ich noch erwähnen möchte hier, das sind, ja, Zeichentrick hört sich blöd an, aber so in die Richtung, weißt du? Das ist Batman, Superman, Marvel, vor allem Marvel, ja, also Hulk, Iron Man, Avengers logischerweise, Arrow und so weiter und so fort, halt beispielsweise auch Superman, obwohl ich Superman nicht so geil finde, aber Batman halt eben, vor allem wegen dem Joker, muss ich dazu sagen. Oder auch Guardians of the Galaxy. Oder auch, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wie heißt der denn? Suicide Squad, extrem geiler Film. Das ist auch so ein Genre, das gucke ich mir auch extrem gerne an, weil das halt alles irgendwie Menschen mit speziellen Fähigkeiten sind, die in gewisser Weise auch diesen Alpha-Männchen-Status haben. Das ist halt auch echt interessant, so, wenn ich darüber nachdenke, meine Psyche ist anscheinend so gestrickt, dass ich solche Filme feiere, eben weil diese Rollen so stark sind und so gut sind und so speziell sind und irgendwas Besonderes haben. Das ist beispielsweise aber auch bei meiner Lieblingsserie so. Wie gesagt, The Equalizer, mein Lieblingsfilm, meine Lieblingsserie. Zu denen gehen wir jetzt noch ganz kurz, auf Serien gehen wir jetzt noch ganz kurz ein. Dr. House. Dr. House ist eine Serie, die ich jedem ans Herz legen möchte. Und auch bei Dr. House ist es so, ihr habt so gesehen ein Alpha-Männchen, weil Dr. House halt eben dieser unglaublich intelligente, zwar kaputte, menschliche, aber unglaublich intelligente und geniale Arzt ist, der besser ist als alle anderen und immer irgendwie zur Lösung kommt. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses Alpha-Männchen-Gedödel.
Und deswegen ist das meine Lieblingsserie. Bei Prison Break beispielsweise ist es ja auch im Endeffekt so. Ja? Also ich meine, da ist es Michael Scofield, der halt irgendwie seine Schwächen hat, aber irgendwie trotzdem der geniale Typ ist, der alles irgendwie hinbekommt. Eine andere Serie, bei der es ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ist auch eine Serie, die ich jetzt langsam wieder angefangen habe. Suits beispielsweise, da hast du Harvey. Harvey ist der Eifer-Anwalt, ist zwar nicht der Protagonist, aber ist so das größte Tier oder das höchste Tier, würde ich mal so behaupten. Ist sehr, sehr gut. Und White Collar, da ist es Neil Caffrey, der Protagonist ist in dieser Serie, der auch halt irgendwie diesen speziellen Charme hat, dass er irgendwie die Welt für sich gewinnt und so der King ist. Ich weiß nicht, sowas mag ich. Ja. Ich könnte mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was sind eure Lieblingsfilme? Da ich möchte einfach Anreize haben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar genannt. Nicht nur die ihr kanntet, aber auch vielleicht ein paar, die ihr nicht kanntet oder die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Natürlich ist es relativ schwierig. Natürlich weiß man nicht immer, ob das Genre auf einen zutrifft. Und ich habe auch nicht so viele Filme genannt, die jetzt unbekannt sind. Aber ich denke mal, das hat trotzdem einigermaßen gepasst. Wenn ich jetzt nochmal so gucke, gerade rumgucke, was denn Filme sind, die ich euch noch ans Herz legen kann, die nicht so bekannt sind. Also ich habe jetzt ja schon ein paar genannt, aber nichtsdestotrotz beispielsweise Cast Away kann ich euch ans Herz legen. Das ist ein sehr guter Film mit Tom Hanks, der im Endeffekt darum geht, dass er auf einer einsamen Insel strandet, so ein bisschen Robinson Crusoe mäßig. Das Bourne Ultimatum ist ein sehr, sehr guter Film. Die Bourne-Reihe generell ist eine sehr, sehr gute Reihe. Inglourious Basterds ist ein sehr, sehr guter Film, den man sich auch angucken sollte, in meinen Augen. Das liegt aber auch daran, dass ich halt einfach Leonardo DiCaprio extrem gut finde. Solche Filme, die irgendwie was damit zu tun haben, dass irgendwas angegriffen wird, beispielsweise Olympus Has Fallen, ist auch ein sehr, sehr guter Film. Es gibt noch einen, der mir gerade nicht einfällt vom Namen her, aber da geht es auch im Endeffekt darum, dass das Weiße Haus angegriffen wird. White House Down heißt er. Ne, war relativ einfach jetzt irgendwie. White House Down, auch ein sehr, sehr guter Film, den ich euch nur empfehlen und ans Herz legen kann. Ja, ansonsten einen noch, genau. Und zwar Wolf's Creek. Ein Horrorfilm, der in Australien spielt. Gibt es zwei Teile von, meine ich. Auch ein extrem guter Film. Auch wieder mit so einem Alpha-Männchen im Endeffekt, der alles abschlachtet. Ist irgendwie meins. Ich kann es noch nicht erklären, warum. Ich bin keiner, der alle Menschen abschlachtet. Ich bin hoffentlich einer, der mich unterhalten hat. War ein bisschen, ja, wilder Podcast jetzt hier, ein bisschen kürzer heute, einfach ein bisschen rumgelabert, einfach ein bisschen meine Filme aufgezählt, die ich geil finde, die ich euch empfehlen kann, die ich mag oder welches Genre ich so geil finde und aus welchem Genre ich welche Filme geil finde, einfach um euch mal so ein paar Empfehlungen zu geben und so einen Einblick zu geben, wie es in meinem Kopf vorgeht. Ihr könnt mir gerne mal eure Lieblingsfilme in die Kommentare schreiben, am besten noch mit einer Erklärung, warum der Film geil ist. Nicht spoilern im Optimalfall, damit die anderen Leute halt eben die Filme auch gucken können und nicht gespoilert sind, aber trotzdem einfach mal erklären, warum dieser Film, warum ist der so geil, was macht den so gut, was macht den so einfach, warum muss man den gucken? Und ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall auf die Kommentare da eingehen und mir auch definitiv Filme rausziehen und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann mal Filmreviews hier oder sowas in der Richtung. Könnte durchaus sein, dass es Podcasts gibt, die halt einfach auf spezielle Filme eingehen. Zu Equalizer 2 wird es auf jeden Fall einen Podcast geben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das heißt, den Film solltet ihr auf jeden Fall gucken, wenn ihr den Podcast sehen möchtet. Und ihr könnt mir jetzt auch heute wieder in die Kommentare Vorschläge machen für den nächsten Podcast. Ballert da mal welche rein. Ich bin gespannt, was ihr in den nächsten Folgen so sehen wollt. Und das werde ich auch mal nochmal an den Anfang vom Video machen. Aber das war es jetzt erstmal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.